Aloha und ein vielleicht etwas verspätetes frohes neues Jahr. Wir melden uns aus der Winterpause zurück und präsentieren euch wieder wie gewohnt die News der letzten Woche. Zu Beginn jedoch noch eine Kleinigkeit in eigener Sache. Die Redaktion sucht zurzeit wieder Personal. Darunter Cutter und Moderatoren für YouTube, aber auch Schreiberlinge für Rezos und unser Angebot auf der Webseite. Links findet ihr in den Kommentaren. Den Anfang macht eine kurze Meldung zum beliebten Isekai-Anime der Winterseason. Die Rede ist von Tate no Yusha no Nariagari. So gab die offizielle Webseite bekannt, dass der Anime ganze 25 Episoden umfassen wird. Fans dürfen sich also freuen. Im kommenden April startet in Japan der Original-Anime Sarazan Mai, produziert vom Studio MAPPA. Für diesen wurde mit Ryo Kato nun ein weiterer Synchronsprecher enthüllt, den ihr vielleicht noch aus Detroit Metal City kennt. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Für das Anime-Filmprojekt des Regisseurs Yutaka Yamamoto, welches den Namen Hakubo trägt, gibt es nun einen offiziellen Starttermin. Demnach soll der Original-Titel sein Debüt am 24. Mai in den japanischen Kinos feiern. Yamamoto setzt diesen Anime als den letzten seiner drei Tohoku-Trilogiewerken an. Diese sind drei Werke, die geografisch in der Tohoku-Region Japans spielen. Dieser Anime soll dem Jugendleben im Jetzt und der Zukunft der Stadt Iwaki in der Präfektur Fukushima folgen, nachdem die Region am 11. März 2011 von einem Erdbeben und Tsunami getroffen wurde. Zu den vorigen zwei Tohoku-Werken zählen Blossom und Wake Up Girls. Ein kleines Update gibt es zu Sokyo no Fafner The Beyond. Auf der offiziellen Webseite der nun vierten Staffel des Franchise wurden drei Promo-Videos zu den ersten drei Episoden veröffentlicht. Diese sollen am 17. Mai in den japanischen Kinosälen ihre Premiere feiern. Die dickste News kommt natürlich zum Schluss. Vor kurzem wurde auf der offiziellen Webseite zum laufenden Shonen-Anime Fairy Tail Final Season eine offizielle Episodenzahl sowie die Interpreten zum neuen Opening und Ending enthüllt. Die finale Staffel ist mit einer Episodenzahl von insgesamt 51 gelistet. The Rampage from Exile Tribe performt den neuen Opening-Song Down by Law, während Empire dies für den Ending-Song Pierce übernimmt. Nun noch zwei kleine Lizenz-News aus Deutschland. Kürzlich gab der Publisher Kase auf seiner offiziellen Webseite bekannt, dass der Film My Hero Academia Two Heroes im Rahmen der Kase Anime Nights am 26. März in über 150 deutschen Kinos zu sehen sein wird. Dieser wird mit japanischem Originalton und deutschen Untertiteln gezeigt. Karten sind bereits im Vorverkauf der jeweiligen Kinos erhältlich. Außerdem gab Kase bekannt, dass die zweite Staffel zu My Hero Academia ab dem 31. März in Deutschland in DVD- und Blu-ray-Form als Limited Edition erhältlich sein wird. Das war es auch schon mit der ersten Ausgabe der News im Jahr 2019. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann wisst ihr ja, was zu tun ist. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende und schaut ein bisschen mehr Unsinn.